Hier findet sie Inspiration beim Beobachten, beim Erforschen der Natur im Wald. Bei Wahl im Ostallgäu ist Anna frei unterwegs. Auf dem Hochsitz fertigt sie Skizzen für Tiermotive an, die ihr später als Vorlage für ihre Handgravuren auf Jagdwaffen dienen. Es ist jetzt ein Rehbockhaupt in zwei unterschiedlichen Perspektiven. Weil in der Gravur geht es ja darum, dass man das eben ja, so naturalistisch wie möglich darstellt. Und von dem her ist es ganz interessant, auf dem Hochsitz dann die Bewegungen von dem Rehwild zu beobachten. Das sind Gravuren, die Anna anhand der Skizzen in ihrer Werkstatt in Landsberg angefertigt hat. Mit Gold tauschiert und im Reliefstich graviert, werden solche Waffen zu Kunstwerken, die nicht nur zum Gebrauch, sondern auch schon mal als Sammlerstück gekauft werden. Meine typischen Kunden sind Büchsenmacher und Waffenfirmen, weil die Endkunden, also die Jäger, die haben ja schon die gehärtete Waffe dann und die kann man dann nicht mehr gravieren. Gefragt sind bei Anna Frey vor allem Tiermotive. Vom Wild bis hin zum Jagdhund ist da alles dabei. Je nachdem, in welchem Land der Kunde zum Jagen geht. Auch Ornamente wie Arabesken werden als Verzierung gewünscht. Vor allem die Neu- und Altenglischen. Die Zeichnung vom Hochsitz. Sie soll jetzt ein Pistolengriffkäppchen verzieren, damit es als Schmuck unter dem Griff einer Waffe montiert werden kann. Die ersten Stiche sind immer die Außenkonturen. Aber wie hat sie davor eigentlich ihre Zeichnung übertragen? Ich habe das durchgepaust. Also ich habe die Zeichnung verkleinert und dann habe ich mir das durchgepaust auf den Stahl. Mit dem Schattierstichel geht's an die Feinarbeit. Anna will jetzt das Fell vom Rehbock stechen. Die Schwierigkeit dabei ist, dass das Rehbockhaupt so naturalistisch wie möglich wirkt. Also dass ich mal einen stärkeren Stich habe und mal einen schwächeren und mal weniger, mal mehr Schattierung. Genau, darauf kommt es an. Und dass ich natürlich nicht abrutsche, also mit dem Stichel. Das wäre fatal. Scharf sind die Stiche. Ein Fehler und die ganze Arbeit ist ruiniert, oder? Wenn ich jetzt doch mal abrutschen sollte, dann kann man es bis zu einem gewissen Grad wieder rauspolieren. Aber ja, es darf einfach nicht passieren. Doch, bin zufrieden. Genau, bis jetzt schaut es gut aus. Bereut hat Anna ihre Spezialisierung zur Waffengraveurin bislang nicht. Ganz im Gegenteil, für sie gibt es genügend Aufträge aus der ganzen Welt. Ich habe eine große Kundschaft in Abu Dhabi. Da war ich jetzt auch erst kürzlich auf der Jagdmesse. Also die möchten gerne Gold- und Silbereinlagen haben in ihren Gravuren. Also es soll halt recht, ja, prunkvoll sein. Und auch Falken möchten sie gerne. Die jagen ja eben auch mit den Falken. Der ungewöhnlichste Auftrag, das war das Thema Mars-Mission, weil die Emirate haben ja vor 2 Jahren die Raumsonde Hope eben zum Mars geschickt und dieses Thema durfte ich dann umsetzen. An der Werkbank wird's spannend. Anna will im Bulino-Stil weiterarbeiten, der Königsdisziplin. Das geht wirklich Punkt für Punkt mit so einer feinen Nadel hier. Und genau, da kann man halt die Gravur, also es ist halt eine recht feine Gravur, da kann man so fotorealistisch arbeiten. Also ein eher pointillistischer Stil, der äußerste Präzision erfordert. Ja, dass man möglichst genau die Punkte setzt, das ist jetzt so die Schwierigkeit. Genau, da darf eben kein Punkt jetzt daneben gehen. Denn sonst werden auf der Metalloberfläche die Licht- und Schatteneffekte kaum zu erkennen sein. Das eine Auge ist jetzt eigentlich fertig. Und damit kommt Punkt für Punkt die Gravur der Skizze vom Hochsitz ein gutes Stück näher.
Anna Frei in Landsberg auf dem Weg zum Büchsenmacher Andreas Krebs. In ihrer Tasche eine bereits fertig gravierte Basküle. Hallo. Hallo, grüß dich. Basküle, das ist das Mittelstück zwischen Lauf und Hinterschaft eines Gewehrs. Und das will Andreas heute zur Probe in eine Jagdwaffe einsetzen. Oh, sehr schön. Oh, die Sau ist schön. In der Büchsenmacherwerkstatt geht's jetzt routiniert zur Sache. Toll. Jetzt ist es fertig. Danke. Anna Freis Gravuren sind einzigartige Werke auf Metall, die immer mit viel Kreativität, Kunstverständnis und handwerklichem Geschick gearbeitet sind. Wer dieses Jagdgewehr später einmal in seinen Händen hält, wird sich mit Sicherheit sein ganzes Leben daran erfreuen.